Mein Name ist Sabine Schmautz. Ich bin 42 Jahre alt. Übergewichtig war ich eigentlich schon von Kind an. Und das zog sich wie so ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Ich war immer ein Außenseiter. Dadurch habe ich Diäten in Krankenhäusern mitgemacht. Am Anfang habe ich dadurch ein bisschen abgenommen, mit viel Hunger und wenig Schlafen wegen den Bauchschmerzen, und habe ich dann wieder viel zugenommen. Als ich älter wurde, habe ich FDH ausprobiert. Dann gab es dann noch andere Diäten in Zeitschriften. Ich war hochmotiviert und habe einfach die Diät dann durchgezogen. Aber da ich merkte, es geht mir nicht gut damit und ich auch gar nicht zu dem Erfolg kam, da habe ich einfach oft aufgegeben und habe gedacht, ich werde mein Problem niemals loswerden. Ich werde immer eine dicke Person bleiben. Dann habe ich mich damit auch abgefunden, klar. Ich hatte Geburtstag, wir hatten also eine Riesenfeier. Und da wurden natürlich auch Bilder geschossen von mir und meinen Freunden. Und ein paar Tage später haben wir uns die Fotos angeschaut. Und dann war ich total geschockt. Ich habe mich da auf Bildern gesehen und habe gedacht, so willst du nicht aussehen. Dann konnte ich die Nacht überhaupt nicht schlafen und habe im Internet gesurft und habe gedacht, egal was kommt, du suchst dir jetzt eine Diät aus und du musst diäten. Und dann habe ich dann Schlanker entdeckt. Habe natürlich ein bisschen gezweifelt, habe gedacht, du hast schon so viel ausprobiert, ob das wirklich hilft und nützt. Nur ich wollte halt wirklich schlanker werden und dann habe ich gedacht, so, du versuchst es jetzt einfach. Als ich mich da mehr befasst habe mit, ist mir klar geworden, dass es gar keine Diät ist, sondern eine Ernährungsumstellung. Mein Startgewicht war 123 Kilo. Ja, jetzt auf jeden Fall habe ich 74 Kilo und bin damit überglücklich. Die ersten Veränderungen, die ich hatte, waren schon circa nach 3 Wochen. Da fingen die Hosen an zu rutschen und ich fühlte mich einfach viel fitter. Ja, mein ganzes Gefühl hatte sich total ins Positive gewendet. Ich musste zum Arzt. Der hatte mich schon 3 Monate nicht mehr gesehen und ich kam zu ihm rein und der hat den Kugelschreiber fallen lassen und hat gesagt, Sie sind aber schlank geworden. Wie haben Sie das denn geschafft? Ich war auf Sabine besonders stolz im Zusammenhang mit Schlanker, als ich die ersten Ziele erreichte, die vorher unvorstellbar waren. Ja, wie wir wieder sehen konnten, dass die Lederbekleidung passte zum Motorradfahren, wie nachher die alten Sachen, die wir vor Jahren verpackt haben, weil wir sie doch noch nicht wegschmeißen konnten, wieder aus den Kisten herausholen konnten. Das waren Momente, da war ich tatsächlich sehr stolz. Besonders geholfen hat mir Schlanker durch die Vielzahl der Rezepte. Es gibt da Unmengen, also für jeden Geschmack ist da wirklich was dabei. Leute, die jetzt neu einsteigen bei Schlanker, kann ich nur raten, sich wirklich alles genauestens durchzulesen. Und wenn man irgendwelche Fragen hat, sich wirklich ans Beraterteam wenden oder an die Mitglieder, die schon länger dabei sind. Ich kann mittlerweile nicht mehr unterscheiden, was ist ein schlanker Gericht oder was sind normale Gerichte. Das verschwimmt für mich. Wenn man vorher versucht hat, abzunehmen, dann hatte man Einschränkungen und ich glaube, bei Schlanker keine Einschränkungen zu haben. Ich glaube, ich fange jetzt erst an, das wirklich zu begreifen, dass ich nicht mehr dick bin. Ja, so langsam merke ich, okay, durch Freunde und Bekannte, die dann sagen, hey, du bist aber sehr schlank geworden, jetzt musst du aber auch aufhören, das reicht jetzt.